Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 Ehrengrad. Ja, letzte Folge haben wir die Zuckerproduktion gekauft. Unplanmäßig, also weiß nicht, wie ganz mein Plan. Haben wir da festgestellt, wir brauchen Zucker dafür. Ja, haben wir natürlich keine Produktion dafür. Und ich müsste mal gucken, was geht der Motor austreten. Ja, gut, vielleicht mal erst starten. Der genau. Genau. Der machen wir die Nacht durch jetzt. Ja. So. Jetzt ist die Frage. Ich habe festgestellt, wir haben GPS schon länger. Also, wir haben GPS drauf. Ich habe einfach nur die Traktoren dafür ausgerüstet. Das heißt, ich müsste jetzt mit dem Traktor erstmal zurückfahren und 50.000 GPS nachrüsten. Lohnt sich das? Ach nee, komm, dritte Helfer. Zack. So, während der Helfer jetzt loslegt, sage ich jetzt gerade mal. Warte mal. Donnerstag letzte Woche kam endlich meine Seitenkonsole an. Nach 2-3 Monaten, aber das war ja sowieso was. Ende Oktober habe ich es, glaube ich, bestellt, genau. Und jetzt kam sie endlich mit 2-3 Wochen Verspätung, weil halt die Produktion, die Produkte, die Teile dann halt etwas später kamen. Aber sie kam jetzt endlich an. Ich habe sie direkt angeschlossen. Hab mir jetzt heute mal eine Stunde Zeit genommen, oder was für die ganze Tastenbelegung. Ist noch so gewohnt alles. Tablet-Halter habe ich jetzt auch dran. Ich kann ja mal kurz ein Bild einblenden, endlich mal. Wie ihr seht, die alte Seitenkonsole habe ich jetzt links hingemacht. Um halt zum Beispiel jetzt, wenn ich einen Bronze zu muss, einen Kranzsteuer, kann man dann schon nutzen. Und halt auch Licht und alles mögliche. Ich habe jetzt auch Allrad und Differentialsperren habe ich da draufgelegt. Oder wenn Gangschaltung was zu tun hat. Also ich nutze die immer noch weiterhin. Und Tempomat ja auch. Und die neue Seitenkonsole habe ich auch einige Tasten belegt. Es sind auch 2-3 frei. Aber ich denke mal, die werden mit der Zeit auch noch belegt werden. Je nachdem, nach Mods und Kram. Und guten rechten Joystick von der Seitenkonsole habe ich noch nicht belegt, weil das ein Joystick ist, wo Tasten drückt. Also ich kann ja nicht minimal drücken, sondern ganz oder gar nicht. Und da muss ich noch überlegen, was ich da drauf lege. Werde bestimmt auch noch irgendwas finden, aber jetzt erst einmal hat der nichts zu tun. Ist okay. Er wird noch seinen Nutzen finden, denke ich mal. Aber ansonsten für 400 € ein geiles Teil eigentlich. Gute Qualität aus Holz und allem. Drängehalter dabei, Tablethalter, Handyhalter, Schlüssel zum Motor starten. Also, was will man mehr? Ist wie gesagt ein mega Teil. Ich hab's hier im Wenden eigentlich. Oh Gott, das ist aber auch ganz schön knapp gemacht hier. Muss ich schon sagen. Apropos GPS, das können wir jetzt gerade mal eigentlich mal nachrüsten. Wenn ich jetzt gerade mal dran denke. Wenn ich irgendwas falsch drücke oder was falsch mache, dann liegt das da, dass ich einfach keinen Plan habe, ja. Das ist alles sehr ungewohnt, ist noch für mich. Aber okay, das kriege ich mal. Jetzt meine ich auch das Laufen mit den Joysticks mache. Kann ich hier? Ah, so. Ja, der marische Maus ist wieder. Ach. Reparieren kann man von mir aus auch, ne? Konfigurieren. Blöde Frage. Braucht der Lindner GPS? Nutze ich den für Feldarbeit großartig? Da das 50.000 kostet, gebe ich es dem jetzt mal nicht. Ganz ehrlich, nein, der kriegt es nicht. Ganz einfach. Genau, die Sitzposition ist auch sehr ungewohnt für mich. Weil ich mittlerweile wechsle von dem jetzt. Aber okay. Kriege mal alles. Mit der Zeit. Ansonsten kam von Scheiß die Woche jetzt nichts irgendwie großartig. Außer jetzt am Freitag im Factsheets weiter für das DLC. Ich kann die mal kurz einblenden hier. Aber ansonsten brauche ich da jetzt großartig auf eingehen, weil wir hatten die Maschine letzte Woche im Gespräch. Und ja. Ist jetzt eigentlich wenig, was man da
sprechen können. Das GPS werde ich jetzt den beiden dann geben. Die haben Feld gerade umfahren, weil das die beiden sind, die hauptsächlich auch im Feld rumfahren. Ja, wie weit ist denn der jetzt? Eigentlich. Ja, paar noch bitte. Okay. Was wollte ich jetzt gerade? Tiere, genau. Geht ganz gut, ja. Das geht alles. Und ja. Kann ich hier rein. Ah. Warte, wollte ich. Händler wollte ich. Okay, zwar hatte ich wegen der Zuckerproduktion, ich habe ein paar zum Produktionsbecken reingenommen. Und auch weitere Hallen noch, das man hier sieht. Ich will nicht wissen, ob da Zuckerproduktion dabei ist. Das weiß ich nämlich nur drauf. Drei, den, das kennen wir. So, Kalk. Okay, dann haben wir ein Rübenplätzchen Ding. Eine Hofproduktion steigt. Was? Achso. Ah. Kann sein, dass sie alles herstellen? Ja, das sind die aber auch nicht. Ja. Kleinstein, macht Zucker sogar. Nimmt aber auch kein Zuckerrohr. Also, ja, ich weiß, Zuckerrohr ist ein bisschen so eine Sache, aber jetzt, wenn ich sagen würde, ich mache Zuckerrohr. Nimmt es irgendwie keine Produktion an. Aber die machen ja alles, das ist nur so eine kleine würde mir reichen, ehrlich gesagt. Acker Kartoffeln waschen, Schweinefutter, Pommes? Und das Pommes? Könnten Pommes sein, ne? Okay, das ist Bäckereikram. Cerealien. Oh mein Gott. Das heißt, es wäre eigentlich so. Die großen brauche ich nicht mal. Du meinst ja, oh Gott. War die Oschis da? Ah, nee, ganz bestimmt. Also Oschis ist jetzt auch nicht. 50.000 halt. Ja, wie kostet die normale Zuckerding hier? Bäckerei. Zuckerfabrik. Kostet 80.000. Ja, wieder was von diesen Oschi brauche ich gestimmt. Jetzt mal ehrlich. Du warst halt einer von denen. Oder oh, steht ja wieder Kartoffelproduktion. Man kann es ja mal testen. Eine gute Aussage. Oder ich kaufe doch einfach die Kuchen. Weiß ich mal, Zucker. Nehmt auch Zuckerrohr und Rübenschnitzel an. Das ist eigentlich das Logischste. Ja, aber das ist ein Kartoffelding, also das ist was anderes. Da würde ich schon die große nehmen. Und dann wahrscheinlich würde ich hier unten den Hof mal arbeiten. Weil langsam wird es ein bisschen eng, merke ich. Das ist alles so eine Sache hier. Aber gut. Gibt's ja eigentlich mal einen Zurückknopf? Mein Gott. Also Escape. Ja. Okay. Dann. Ah. Er hat ja beides in der. Kann man eigentlich ein bisschen los. Aber erst mal gucken. Was ist nochmal meistens? Weil. Gleich drin steht 732 680 nimmer weiß ich weiß nicht mehr was mehr ertragt weiß ich nicht
Aber ich schätze jetzt mal, dass es was anderes. Genau, das, nee, das wird mir alles nicht. Genau. Das nächste Mal können Weizen ansehen. Okay. Ist ausgewählt. Müsste Weizen sein. Genau. Starten wir mal Modem Schlüssel. Sie senkt die Maschine. Dann Helfer rein. Ich hör zwar nichts mehr, aber also. Ich hoffe, man versteht mich noch vielleicht. Irgendwie. Und ja. Ja. Was ist denn der jetzt? 60%, reicht das? Könnte reichen, oder? Könnte irgendwie klappen. Genau. Fällt mir ein, ich wollte Zucker rüben. Da ich ja jetzt eine Schokofabrik habe, brauche ich Zucker und den Krieger brauche ich Zucker rüben. Da es kein Zuckerrohr gibt hier. Also, hat noch kein Feld gefunden mit Zuckerrohr. Nein. Zuckerrüben haben wir die drei Felder. So. Was davon ist jetzt wachstumsmäßig? 3 ist abgeerntet, okay. 14:25 ist letzte Wachstumsstufe. Die muss gekalkt werden. Die hat Unkraut. Ist beides nicht so egal. Die muss geprüft werden. Okay, da würde ich die 14 nehmen, auch weil die einfach größer ist. Kommt auch noch einmal Ding wahrscheinlich. Also die 14 haben wir jetzt gesagt, gell? Letzte Wachstumsstufe. Zuckerrüben. Zuckerrüben kann man ernten. Jetzt. Sobald es reif sind. Ja. Ist ein Riesenfeld. Die Froh, kann ich noch einen Kredit aufnehmen? Nein. Kann ich nicht. Das heißt, ich muss das nehmen, was ich habe an Geld. Wie viel kostet die Pacht für Feld 14? Felder da. 1000 Euro. Machen wir gut, machen das Feld ja auch. Ach so, warte mal. Wie viel kostet es zu kaufen? 50.000 kaufen. Das finde ich halt auch geil bei dem Mod. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, steht da 304.000 Euro. Kaufen. Nee, kostet noch 50.000 zu kaufen. Ist ja auch geil. Das heißt, ich müsste jetzt 30.000 einmalig zahlen und dann 1.000 Euro pro Tag. Jetzt überlege ich mal, ich zahle jetzt 31.000. Ja. 31.000, dann habe ich noch um die 20, nee, warte, um die 50.000 habe ich dann noch. 40.000. Jetzt haben wir 40.000 haben wir noch. Dafür brauche ich noch einen Ernter. Das geht noch alles. Und die Zuckerproduktion brauche ich noch. Gut, ich habe noch Silagen. Ich mache das jetzt und dann habe ich Zucker in, dann habe ich Zucker in mir und dann können wir immer noch entscheiden. Pachten. Dankeschön. Dann gucke ich mal, dass ich ein Lidl schicke. Oder setze da hinten zum Dünn. Das müsste ja noch gehen. Während der Steine sammelt. Da haben wir doch. Oh, falscher Gang. So, Düngerstreuer. Wo steht denn der? Durchsteht da. Lasse das Gewicht mal vorne drauf hängen. Also,
Hängen das mal vorne dran. Ja, ich glaube so. Den Kollegen auch an. Da ist noch Kalk drin. Ah, das freut mich sehr. Stimmt, ich habe keinen Dünger. Oh. Nee, ja, doch theoretisch könnte ich. Ja. Wo haben wir den Platz zum Kalk abstellen? Wo er nicht irgendwie im Weg steht oder ich auch nicht übersehe. Boah. Dass er aber links oder rechts rauskommt. Ich hab keine Ahnung. Ah, okay. Ja, gut, es geht noch. Gut. Packasch. Wie gut, wenn ich dran denke beim Händler, fahr ich mal kurz tanken. Da ich ja jetzt drüber holen muss. Was wir aber nächste Folge dann machen, weil ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass es dir natürlich gefallen hat. Und dann gucken wir nächste Woche. Nächste Folge dann nach. Oh Gott, 6000 noch. Nächste Folge mal nach dem Düngerkram. Und dann Zucker. Boah, Alter. Also, dann. Tschüss.